Frau Dr. Michel, wir sind beim ESMO 2022, dem Europäischen Krebskongress in Paris. Und Sie haben heute einen sehr beachteten Vortrag gehalten. Polyneuropathie beschäftigt uns ja alle sehr, was ja durch die Brustkrebstherapien, also durch die Taxane überwiegend entstehen kann. Und Sie haben eine Studie durchgeführt, wo Sie untersucht haben, was man dagegen machen kann, vielleicht prophylaktisch. Was haben Sie da berichten können? Ja, absolut. Vielen Dank. Also wir haben eine Studie durchgeführt, die Polar-Studie am NCT in Heidelberg. Und wir haben uns erstmal angeschaut, wie viele Patienten entwickeln denn überhaupt eine Polyneuropathie unter wöchentlich taxanhaltiger Chemotherapie. Und wir haben gesehen, wirklich die Hälfte, etwa die Hälfte der Patienten entwickelt eine Polyneuropathie. Was können wir aktuell dagegen tun? Wenig. Wir können die Dosis reduzieren, die Taxandosis, oder wir können die Therapie abbrechen, was natürlich generell ungünstig ist. Und wir haben uns jetzt angeschaut, wie viel bringt denn eine Kompression? Das heißt einfach zwei zu kleine OP-Handschuhe übereinander ziehen, um einfach den Blutfluss zu reduzieren in der Hand, oder eine Kühlung. Was bringt das denn? Und wir haben das miteinander verglichen, indem wir 122 Patienten randomisiert haben. Bei der Hälfte haben wir eine Hand gekühlt und bei der anderen haben wir eine Hand komprimiert und haben uns dann angeschaut, wie effektiv es ist. Und das ist eigentlich ein sehr schönes, anschauliches Konzept, weil die Patienten können mir direkt berichten, wo kribbelt es mehr, was ist tauber, die rechte oder die linke Hand. Und so konnten wir das eigentlich meiner Meinung nach ganz gut beurteilen. Und was wir gesehen haben, ist, dass beide Interventionen sehr effektiv sind. Wir konnten mit beiden Interventionen die Polyneuropathierate fast halbieren, was sehr erfreulich für uns war. Ist denn auch die Stärke der Polyneuropathie schwächer geworden, also bei denen, wo es eben nicht, wo es trotzdem zu einer Polyneuropathie kam? Auf jeden Fall. Also wir haben beides beobachtet. Also primärer Endpunkt war der Studie war die Rate an höhergradigen Polyneuropathien. Das heißt Grad 2 oder höher. Das heißt wirklich, das ist eine Polyneuropathie, die die Patienten direkt merken. Eine Grad 1 Polyneuropathie, da sehen wir Auffälligkeiten in der Untersuchung, die beeinträchtigt unsere Patienten nicht. Aber wir konnten Reduktionen in allen Graden beobachten. Was passiert denn da überhaupt, wenn eine Polyneuropathie entsteht? Das Verrückte ist, wir wissen das gar nicht so arg. Und das ist was, was mich sehr beschäftigt, weil so viele Patienten entwickeln eine Polyneuropathie und wir haben die Polyneuropathie noch gar nicht verstanden. Und das ist sicher eine Problematik, die erklärt, warum wir so schleppend vorankommen in der Therapie und Prophylaxe. Da sind wir gerade dran. Es ist sicherlich ein Nervenschaden. Warum jetzt aber manche Patienten diesen Nervenschaden bekommen und andere nicht? Und warum bei manchen Patienten dieser Nervenschaden anhält und bei manchen Patienten sich dieser Nervenschaden wieder zurückbildet. Das können wir noch gar nicht genau erklären. Da arbeiten wir aber sehr intensiv dran. Es gibt verschiedene Hypothesen, aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Also wichtiger vorzubeugen dem Ganzen. Auf jeden Fall. Solange wir nicht wissen, was es ist. Auf jeden Fall. Und man kann eigentlich jeder Patientin nur empfehlen, wenn es in der Klinik die Handschuhe nicht gibt für Sie, kaufen Sie sich eine Packung, kleine Größe, doppelt übereinander. Und während die Chemotherapie läuft, die dann anzubehalten? Auf jeden Fall, das würde ich empfehlen. Natürlich brauchen wir weitere Studien, und auch, um auch mehr herauszufinden über den Pathomechanismus und ob wir irgendwie die Effektivität noch steigern können. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, Kühlung und Kompression sind effektiv. Man muss sagen, die Kühlung wurde schlechter vertragen in unserem Patientenkollektiv. Und die Kühlung ist einfach aufwendiger, weil man muss ja eine konstante Temperatur garantieren. Das heißt, in unserer Studie haben wir den Handschuh auch wirklich jede halbe Stunde gewechselt. Also wirklich sehr aufwendig. Man braucht mehrere Handschuhe. Wenn die Kliniken die Kühlschränke nicht bereitstellen, muss man irgendwie den Transport garantieren. Ist aufwendig, und OP-Handschuhe sind leicht zu beschaffen. Es gibt auch im Internet Tabellen, wo man quasi die Handschuhgröße ausmessen kann, und dann nimmt man einfach eine Größe kleiner als die optimale Größe, zieht zwei übereinander. Schaden tut es auf jeden Fall nicht, und in unserer Studie, wir haben eine wirklich sehr beeindruckende Effektivität beobachten können. Vielen Dank, und wir sind schon herzlichen gespannt, was Sie weiter rausfinden. Ja, wir auch, und wir werden die Polar-2-Studie starten. Das wird sicher auch eine sehr spannende Studie, wo wir das Ganze noch weiter evaluieren werden. Super, vielen herzlichen Dankeschön. Dank.